Guten Morgen, willkommen zurück bei den Wolves. Und es ist hier gerade schon wieder einiges am Start. Wir produzieren und bei uns geht es hier gerade auch wieder ja, lockerflockig weiter im Haus. Wir haben heute alles besprochen und wahrscheinlich in 2 Wochen steht der Rohbau. Was? Ja, wir filmen jetzt noch kurz was. Lien hat nämlich aktuell Ferien, jetzt 3 Wochen. Und ja, das wird eine kleine Herausforderung wieder für uns, weil es ist natürlich jetzt total ungewohnt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir sind ja, wir haben jetzt uns nicht runtergefahren oder sowas. Ja, wir hören die ganze Zeit wieder noch übers Babyfon. Ja, aber das kriegen wir alles locker flockig hin. Und wir sind ja auch nächste Woche wahrscheinlich im Urlaub, dann für ein paar Tage weg. Und das wird cool. Ja, und dann ist auch schon unser neues Teammitglied da und wird eingearbeitet. Also es steht einiges auf dem Plan. Und jetzt, ja, drehen wir erstmal ein Reel für mich. So, eine meiner Lieblingsaufgaben. IKEA zusammenbauen. Ein bisschen aufgetagelt, so stehe ich nicht morgens auf. Habe heute mal einen anderen Eye-Look ausprobiert, so ein blaues Augen-Make-up. Und habe heute einen coolen Look an. Ich kann euch ja gerne mal ein paar, das ist so schade, weil der hier ist leider nicht mehr im Internet zu kaufen, also gibt es nicht mehr zu kaufen. Bei Naked habe ich den bestellt, glaube ich. Warte mal, den Knopf stand es, ja, Naked. Mega cool, aber ich kann euch mal gerne in die Infobox 2, 3 Varianten verlinken. Oder ihr guckt bei Instagram, da habe ich euch auch 2, 3 verschiedene Arten von solchen coolen Jeans-Jumper mal verlinkt. Ja, ich bin heute auf einem Konzert von Harry Styles und ich dachte mir passend dazu mal ein etwas crazier Look und ja, das ist es geworden. Und bei uns sieht es übrigens jetzt hier gerade so aus, damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt. Das Dach wird ja aktuell gemacht, also ihr seht das auch schon hier, das wurde schon gegossen. Also die eine Hälfte vom Dach ist schon fertig und die andere Hälfte wird jetzt gemacht. Und so hoch wie das da ist, wird es dann letztendlich auch. Wir haben eine 5,70 Meter hohe Wand. Das ist schon einiges. Und auch das Fenster ist 5,70 Meter hoch. Und ich glaube 4 Meter breit. Also es ist schon ein Oschi. Ja. Aber so sieht's aus. Wir haben übrigens auch noch eine Änderung beim Durchgang. Das war absolut aneinander vorbeigelabert. Ich habe damals gesagt, ich wollte gerne einen Glasgang haben, aber dass der halt an den Seiten einfach nur aus Glas besteht und oben halt eine normale Decke. Aber irgendwie habe ich mich blöd vielleicht ausgedrückt oder wir haben uns missverstanden. Fakt ist, dass jetzt das Dach von unserem Durchgang aus Glas besteht. Und eigentlich wäre das, hätte ich jetzt nicht gesagt, wir ziehen da eine Mauer, weil ich da halt eine Outdoor-Küche hinmachen wollte. Wäre der Gang komplett aus Glas geworden und jetzt ist er halt teils Glas. Also Glas, ein Oberlicht und Mauer. Ja, ich bin mal sehr gespannt, aber es wird auf jeden Fall geil aussehen. Aber es war so, wie, der ist komplett aus Glas. Hä, was ist denn da los? Ja, aber auch hier wird, wie gesagt, fleißig rumgebastelt. Da seht ihr das, da kommt da das Oberlicht komplett durchgängig hin und ja, hier kommt hier die ganze Glaswand hin mit einer Eingangstüre zu dem Haus. Es wird und angeblich, wenn wir aus unserem Urlaub wiederkommen, ist unser Haus im Rohbau fertig. Dein Werkzeugkoffer? Wow! Könnt ihr mal den aufmachen? Ja, klar. Okay. Was ist das für ein Monster-Broccoli? So! Wir essen jetzt lecker und danach fährt die Mama zum Konzert. Und was machst du dann heute mit dem Papa? Essen. Essen? Mhm. Und du isst ja nur das Apfelmus. So, mal eben schnell in der Waschanlage noch und jetzt muss ich vorfahren. So, ich stehe jetzt hier in Köln, habe eine Parkbucht gefunden. Weil ich gleich einen Termin beim Heilpraktiker habe. Ich habe hier gerade mein Brötchen gegessen, mit Tür auf, damit das innen drin nicht alles voll krümelt. Ja. Cool hier. Aber es hat lecker geschmeckt. Ich mag Käsebrötchen überbacken sehr gerne. Sehr. Naja, ich gehe jetzt gleich erstmal zu dem Heilpraktikertermin rein. Haare habe ich mir auch schneiden lassen für den Urlaub.
Ich bekomme gleich so eine Vitamininfusion mit Vitamin C. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Dann geht's wieder nach Hause. Pass auf den Kleinen auf heute. Maren hat heute ein Konzert zusammen mit einer Brand und die gehen, ich glaube, auf das Harry Styles Konzert in Düsseldorf. Ja, da wünsche ich ihr ganz viel Spaß. Und ich bin auch ein bisschen früh dran. Ich bin eine halbe Stunde zu früh. Aber ja, ich werde mal so 10 Minuten früher reingehen und mal Hallo sagen. Das kann man auch wieder keinem erklären. Ich habe wieder so ein Glück. Ich habe gerade, oder heute Nacht habe ich so ein iOS-Update gemacht. Oh, alles super funktioniert. Beim Online-Banking ist es dann so, also mit meiner App von meiner Bank, dass ich dann einmal die neuen Zugangsdaten eingeben muss. Ich habe aber das Passwort von meinem Online-Banking eingegeben und nicht den PIN. Ach, keine Ahnung, den PIN, was weiß ich, was der PIN davon ist. Es ist nicht der PIN von der Karte. Es ist irgendein spezieller Online-Banking-PIN. Oh, alles eingegeben, gesperrt, freigeschaltet, gesperrt, freigeschaltet, gesperrt. Ich habe aber nicht gewusst, dass es irgendwann ein Limit gibt. Ich habe gerade mein komplettes Online-Banking, alles gesperrt. Ich kann nichts mehr machen, auch am PC nicht. Gott verdammt, ich könnte... Ich habe jetzt gerade die Bank angerufen. Ich so, ja, da wird jetzt über Nacht ein neuer PIN für Sie erstellt. Der geht dann an Sie raus. Da sage ich, geht der per E-Mail raus? Nö, per Post. Moin. Einfach in 3 Tagen kriege ich erst den PIN. Also, keine Ahnung. Das ist so, in Deutschland ist alles so total beschissen. Null digitalisiert, das gibt's gar nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich würde ja sogar sagen, okay, dann habe ich halt Pech. Dann habe ich das halt jetzt falsch eingegeben. Dann mache ich mich halt jetzt auf den Weg zur Bank. Geben Sie mir doch da einen neuen PIN. Nein, da muss wirklich ein Brief rausgeschickt werden. Als ob ein Brief, der per Post kommt, so viel sicherer wäre, als wenn ich persönlich mit meinem Personalausweis in der Bank stehe und mich ausweise. Also... Ich kann kotzen gerade. Ja, es ist mein Fehler, es ist mein Problem, aber trotzdem, es ist halt so, ja. Kann nicht mal eine Zahlung machen. Nicht mal irgendeine Zahlung. Irgendjemand schickt mir eine Rechnung. Sorry, kann gerade nicht überweisen. Hab ja kein Online-Banking. Muss wie so ein Hinterwäldler dann... Ah ja, und dann weiß ich noch genau, die Geschäftsstellen haben jetzt nur noch 3 Tage in der Woche von 5 auf. Das habe ich auch nicht gerafft. Wirklich, das habe ich absolut gar nicht verstanden, warum das gemacht wurde. Weil ich sehe das auch überall, werden Bankfilialen geschlossen und Bankfilialen geschlossen. Und ja, es kommen überall Automaten hin. Aber wenn diese Digitalisierung im Hintergrund gar nicht funktioniert hat, was macht denn der Kunde dann, wenn er ein Problem hat? Also dieses, es kommt per Brief raus oder so oder was weiß ich nicht was. Das ist ja so... Also wenn, dann muss man auch beides auf den neuesten Stand bringen und nicht einfach sagen, naja, den Mitarbeiter, den kündige ich jetzt, dafür stelle ich jetzt einen Automaten hin, der alles kann. Ah ja, nee, alles kann, tut er ja nicht, weil er kann ja nur die Hälfte. Für den anderen Teil brauchen wir ja doch wieder Mitarbeiter, den wir nicht haben. Boah, so, Frust abgelassen, ich gehe jetzt zu meinem Termin. So, jetzt klickt der Kleine noch die Haare gefunden. Ja, das ist, wenn man nicht richtig sitzt. Komm her. So. We'll be right back.
Was geht ab, Leute? Meine Abendbeschäftigung ist eine ganz andere als Marens Abendbeschäftigung. Und zwar, ihr könnt das vielleicht jetzt hier mal sehen. Ich baue Sitze zusammen und dann auch einen in mein Auto. Ist alles ein bisschen knifflig und schwer, aber selbst ist der Mann. Ich habe keine Anleitung dafür. Ich mache das alles selber. Ich habe auch keinen nachgefragt, wie das geht. Sondern, einfach selber beigebracht jetzt gerade. Einfach learning by doing. Ich meine, das ist alles kein Hexenwerk, ne? Man muss einfach nur wissen, was ineinander greift und wie funktioniert. Und dann kriegt man das auch schon hin. Ups. Meine Fresse. Sehr gut. So, Nummer 1 ist schon mal fest. Jetzt sind wir so clever, machen Nummer 2 auch direkt fest. Leute, es geht jetzt ins Bett. Weißt du, was richtig krass ist? Wir waren ja in München und da haben wir ein leckeres Curry gegessen. Das haben wir schon mal vor 5 Jahren oder so, als wir in München waren, Yum gegessen. Yum heißen die. Boah, so, oh Gott, so lecker einfach. 10. Richtig 10 von 10, also mega. Let's go. Gute Nacht. Tschüss. Hallo. Tschüss.